So, meine lieben Freunde, und hier direkt im Anschluss aufgezeichnet an die letzte Folge, Folge Nummer 22 mit Resident Evil 4. In der letzten Folge sind wir hier angekommen bei diesen beiden Statuen, die wohl etwas in ihre Hände gelegt haben wollen. Wir werden jetzt auf die Suche gehen nach diesen zwei Gegenständen. Ich denke mal, einer wird in dem Rätselraum sein und einer in dem Gang, wo die ganzen Statuen stehen. Aber erstmal nehmen wir uns das hier vor. Oh! Okay. Wir müssen... Ach so, vielleicht ist es wirklich so easy, wie ich denke. Ashley? Wait. Bleibt mal schön hier stehen. Wir gucken mal. Ich glaube, wir müssen alle vier Teile belegen. Dann ist das Rätsel auch schon gelöst. Ich denke mal, es ist egal, wo die stehen. So, Tür offen. Okay. Die Tür geht hundertprozentig zu, sobald ich durch bin. Oh! I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Oh yeah, super. Oh, das ist jetzt... Das ist ungeil. Fuck. Okay, wir haben da rote Dinger dran. Oh. Okay. So. Dieses Mal sind wir nochmal dem Tode entkommen. Dieses dumme Arschloch. Dieses dumme Arschloch wollte uns hier in die Falle führen. Aber wieder mal haben wir uns rausgekämpft. Okay, die Blutspuren sind ein wenig beunruhigend. Freunde, wie geht's euch? Was habt ihr die letzten Tage so gemacht? Wie habt ihr Silvester überstanden? War alles cool? Wo habt ihr gefeiert? Oh. Matalo. Alles klar. Machen wir ganz easy. Hat gar nicht lange gezappelt hier. Batz. Batz. Ashley, bitte komm. Als Sniper, ganz ehrlich. Ich bin mittlerweile sehr froh, dass wir das Scharfschützengewehr gekauft haben, weil uns das schon durch so viele harte Situationen geführt hat. Also das ist wirklich... Das Teil ist wirklich Gold wert. Da bereue ich den Kauf null. Was ich gerade sagen wollte, Freunde, wie habt ihr Silvester überstanden? War alles cool bei euch? Ich habe ein ziemlich ruhiges Silvester gehabt, diesmal mit meiner Freundin. Ganz chillig. Eigentlich Silvester mehr oder weniger auf dem Sofa verbracht. Und uns das Spektakel... von weiter Ferne angeschaut. Ist auch okay. Ich bin zu Silvester, muss ich sagen, ich bin noch nicht so der Party-Mensch. Viele gehen ja da übel feiern und so weiter. Da ich auch keinen Alkohol trinke, ist das für mich immer so ein bisschen eine Veranstaltung, vor der ich mich ein wenig sträube. Aber jedem das Seine. Wie habt ihr Silvester verbracht? Mit der Familie ganz gechillt oder wart ihr hart am Feiern? So, würde mich mal interessieren. Wo müssen wir jetzt lang? Das ist die Frage. Wahrscheinlich wieder zurück. Aber was uns... Jetzt ist die Frage natürlich, was hat uns das Ganze gebracht? Ach so, das ist wahrscheinlich eins der Objekte, dieser Kelch, den wir in diese Statue einsetzen müssen. Und jetzt müssen wir noch den zweiten... Ach, den Gang mit den blöden... Statuen erkunden, das ist natürlich ungeil. Aber da müssen wir jetzt durch. Wait. So, dafür werde ich mich mal voll heilen, weil... Gut, voll ist das natürlich jetzt auch nicht, aber egal.
Scheiße. Gut, Nummer 1 haben wir geschafft. Mal sehen, ob Nummer 2 auch klappt. Sehr geil. Zweimal dieselben Knöpfe, Gott sei Dank. Aber das scheint noch nicht das Ende zu sein. Oh, das ist zu easy. Das ist zu easy. Das sieht zu einfach aus. Hier passiert doch gleich irgendeine Scheiße. Hier passiert doch gleich irgendein Müll, der mir das Leben zur Hölle macht. Bevor ich diesen scheiß Kelch einsammle, gucke ich mich erstmal im Raum um und schaue, ob wir hier noch ein paar Items abgrasen können. 100 Pro, Freunde. Ich sag euch mal ganz kurz, was jetzt passieren wird. Man sieht es schon richtig, das ist Resident Evil 4, das 1x1. Man geht in diesen Raum, nimmt diesen Kelch, die Tür wird zugehen und irgendeine Scheiße wird spawnen. Und zwar aus diesem sargartigen Ding. Möge der Zorn des Bösen den treffen, der die Ruhe dieses heiligen Grals stört. Scheiße. Es war so klar. Hallo Schnuckis. Oh fuck. So. Wir müssen herausfinden, wie wir die Statuen überhaupt zerstören können. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun müssen. Nehmen wir die Schrotflinte. Oder nee, ich nehme mal eine Handgranate. Eine große Wirkung. Alter Schwede. Was? Jawoll. Alles klar, da kommen nochmal mutantenartige Dinger raus. Warum auch nicht? Alter, okay. Hätte ich... Was? Leckt mich doch am Arsch. Was soll ich noch alles machen? Alter, jetzt kommen noch mal Leute mit Äxten. Das ist ja... Oh, die sind ja noch schneller. Fuck. Eieieiei. Weg. Okay. Ich probiere mal eine Brandgranate. Ob die was bringt, ob die was bewirkt. Aha. Genau. Nichts. Das hat reingehauen. Ich habe das Gefühl, diese Mutanten-Dinger, ne? Die haben es nicht so mit den... mit den Flash-Granaten. Mal sehen, haben wir noch eine Flash? Wir haben noch eine Flash. Da habe ich eine Idee. So, und jetzt haben wir eine Flash hin und hoffen, dass die Viecher daran verrecken. Ja. Also die Mutanten können Flash nicht ab. Dafür sind die Flash-Granaten gut. Gut, dass man das jetzt in dem Teil des Spiels auch mal begriffen haben, langsam. Das habe ich nämlich vorher nicht gewusst. Ah,
Jetzt haben wir natürlich wieder übel Munition verbraten, aber gut. Musste wohl sein. Musste unbedingt sein. So, haltet bloß still, ihr blöden Statuen. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr drauf. Hallo Ashley, na? Wie geht's? Hä? Stressiger Tag, oder? Follow me. Oh Gott. Diese Frau, ne? Zu nichts zu gebrauchen. So, jetzt müssen wir hier lang. Ach, kommt schon, Leute! Okay, Ashley, pass mal auf. Du wartest jetzt hier. Wait. Und Papa geht mal kurz spielen. Die haben natürlich alle schöne Masken auf. Ja, ihr seid super toll. So, und den letzten machen wir mit dem Messer. Um wenigstens eine einzige Patrone zu sparen. So, zack. Schnell nachgeladen. Follow me. Ashley kann auch herkommen. Sehr schön. Da mussten noch Wachen aufgestellt sein. Das war ganz wichtig jetzt. Das war ganz wichtig, dass da noch Wachen gestellt werden. So, jetzt muss ich doch aber jetzt echt mal langsam Salazar in den Arsch treten können, oder? Also, wie lange will sich denn dieser kleine Gnom noch verstecken? Okay, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ah! Oh Gott! Alter Schwede, bin ich gerade von dieser dummen Schlange erschrocken. Das hatten wir lange nicht mehr. Jetzt bin ich gerade so bestialisch erschrocken. Schön, Schätze. Alles mein. So. Zack. Übrigens, vielen Dank an alle neuen Abonnenten. Ich habe die letzten Tage ein paar Abonnenten gemacht. Bestimmt 5, 6 Abonnenten neue. Ich habe ewig keine Abos mehr dazu bekommen. Deswegen vielen Dank an alle, die jetzt vor kurzem dazugekommen sind. Okay, wir können ja rausklettern. Wie gesagt, habe mich sehr gefreut. Danke für den Support. Muss man einfach auch mal gesagt haben, weil heutzutage es sehr schwierig ist, überhaupt irgendeinen Abonnenten dazu zu bekommen. Gerade als kleiner, verkackter YouTuber, der hier so Gaming-Videos macht, ist es manchmal eine Ehre, wenn man da überhaupt ein paar Zuschauer hat. Deswegen vielen Dank dafür. So, kombinieren. Das kombinieren wir noch mit rein. Und dann haben wir ein schönes Kräuterchen. Guck mal kurz, ob wir die Tür hier aufkriegen. Ah ja. Okay. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Mal sehen, was wir hier oben noch finden. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ich ahne wirklich Schlimmes. Was ist das für ein Ding? Alter Schwede. Du erhältst Lampe. Ashley, warte mal bitte hier. Ich habe überhaupt keinen Dunst, was ich jetzt machen soll. Ich
Ich lasse Ashley mal hier oben. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ich lasse sie mal hier oben. Es kommt mir auf jeden Fall sicherer vor wie irgendwo anders. Und wir schauen mal, was das hier ist. Okay. Ah. Okay, super. Es ist schon wieder eine tolle Situation. Okay, okay, okay. Bäh. Fuck. Ah, shit. Fuck. Okay, okay, ganz ruhig. Wir nehmen das goldene Ei. Ich glaube, es ist trotzdem besser, die nicht zu besiegen. Ah! Okay. Fuck, 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 fuck. Ich bin zu langsam. Keine Chance. Keine scheiß Chance. Die greifen jetzt schön alle nacheinander an. Und ich kann nicht schießen. Ah. Ist klar. Ist klar. Das heißt wohl wirklich erst besiegen, dann Tor aufmachen. Ach, jetzt können wir wieder den ganzen Scheiß hier einsammeln. Nervig. Okay. Der hätte... jetzt habe ich schon wieder die scheiß Schlange vergessen, aber wir brauchen definitiv das Heil-Item. Das Ei ist uns wichtig. Gerade das Goldene, weil es komplett voll heilt. So, das heißt, Freunde, ich glaube ganz ehrlich, es ist wohl die bessere Taktik, diese Insektoiden zuerst zu besiegen und dann... die Nummer mit dem Tor zu machen. Ganz einfach, weil... obwohl ich mir nicht sicher bin, ob hier nicht unendlich kommen. Ganz ehrlich. Man kann die auch nicht vorher... ach, das ist so nervig, ne? Und da oben hat man ja noch das... ah, shit. Das ist so ein Bullshit. Eins. Zwei. Okay, das ist gut gelaufen. Das ist gut gelaufen. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall noch ein paar Tritte in die Fresse ab. Wir können treten übrigens. Ich hab's gerade. Es sind so viele, ne? Okay. Du bist weg hier. Boah, okay. Es ist ganz gut gelaufen, Freunde. Das war besser als erwartet. Ach, schön. Und ein Händler, Freunde. Das heißt... wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern uns dem Ende dieser wunderschönen Folge Resident Evil. Und ich glaube, wir werden jetzt sehr schön viel Kohle machen bei dem Händler, weil wir haben sau viele Schätze eingesammelt. Zum Beispiel das elegante Schachbrett für 13.000. Der Anhänger 12.000. Is that all? Is that all? Is that all? Thank you. Die Katzenaugen. Is that all? Is that... verkaufe ich jetzt thank auch you einfach mal. Is that all? Thank you.
10. So, Freunde, jetzt haben wir 132.610 Gold, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich glaube, wir kaufen uns jetzt das... Was kaufen wir uns? Wir haben ja noch... Guckt euch das mal an. Das ist natürlich auch geil. Dieses Gewehr ist auch auf große Distanz sehr durchschlagkräftig. Macht das vielleicht Sinn, uns sich ein neues Schrotgewehr zu kaufen? Dann ein kleines Upgrade zu machen? Das alte Schrotgewehr zu verkaufen? What are you selling? Das hier. Verkaufen für 43.000. Dann kaufen wir uns das neue dafür. Ich glaube, das macht Sinn. What are you buying? Einfach mal ein paar Waffen zu ersetzen, sozusagen. Schrotgewehr. Es heißt Schrotgewehr, es wird sicherlich die Schrotmunition verwenden. Hoffe ich zumindest. Ja. What are you selling? Freunde, wir machen das jetzt einfach mal. Ich verkaufe jetzt das Gewehr. Ah, I'll buy it at a high price. Thank you. Und kaufe das neue Schrotgewehr. Is that all, stranger? Da haben wir hier ein kleines Upgrade geschaffen. Haben die Waffe ersetzt. So. Thank you. Jetzt wäre es vielleicht noch sinnvoll, eventuell Feuerkraft 1,6, eine starke 9mm Pistole. Feuerkraft 1,6, Blacktail 1,6, was hat denn unsere Waffe eigentlich? Unser Punisher 1,5. Der geht natürlich, der Punisher geht durch zwei Ziele gleichzeitig, ne? Feuert eine Kugel durch zwei Gegner. What are you buying? Dafür hat die Red 9 mehr Feuerkraft. Ein bisschen mehr Feuerkraft. Ich glaube, Freunde, die kostet noch 14.000, ne? Die Blacktail kostet gleich mal. Die hat dieselbe Feuerkraft. Is that all strength? Ersetzen wir jetzt den Punisher noch durch den Blacktail. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Freunde. Wir ersetzen jetzt heute in dieser Folge einfach mal ein paar Waffen. Ich verkaufe jetzt den Punisher. Der ist schon ziemlich getuned. Ich mach's jetzt einfach. Und wir kaufen uns dafür Blacktail. So, jetzt sind natürlich die ganzen Waffen sind nicht getuned. Das kommt jetzt echt beschissen dazu, weil es kostet ein Schweinegeld, die Waffen noch zu tunen. Thank you. Denn es wäre vielleicht noch geil, das halbautomatische Sturmgewehr zu kaufen. Weil da haben wir nicht diese Nachladezeiten. Das lasse ich aber mal noch. What are you buying? Wir tunen jetzt auf jeden Fall im Blacktail. Is that all? Thank you. Kapazität. Thank you. Thank you. So. Thank you. Und das neue Schrotgewehr müssen wir auf jeden Fall thank you. Auch noch ein bisschen pimpen. Not enough cash. Gut. Stranger. Gut, Freunde, mehr haben wir nicht. Ich hoffe, das war jetzt eine Investition, die sich gelohnt hat. Ich hoffe es wirklich. Wir haben jetzt alles neu. Neues Schrotgewehr. Das wird vielleicht noch ein bisschen schneller schießen als das alte. Und neue Pistole. Alles halbwegs getuned. Ich hoffe, das war jetzt nichts... Ich hoffe, das war jetzt kein großer Fehler, das zu machen. Aber ich denke, ganz ehrlich, ich denke nicht. Das war bestimmt eine relativ gute Investition in die Zukunft. Weil uns wird sicherlich bald ein Bosskampf bevorstehen gegen Salazar. Und ich hoffe, dass uns da das neue Schrotgewehr helfen wird. Mal sehen, das hat sogar ein Red Dot, ne? Das Ding hat sogar ein Red Dot dran. Das ist natürlich geil. Das ist cool. Hat die alte Waffe auch gehabt, glaube ich. Oder? Ja, die hätten wir so zielen können. Ist überhaupt die Schulterstütze an der TMP? Ja. Ist kombiniert. Ist überhaupt das Scope drauf?
Moment. Klar, es ist drauf. Okay. Alles gut. Gut, Freunde, da würde ich sagen, wir speichern hier an dieser Stelle das Spiel und beenden damit Folge Nummer 22 unseres wunderschönen Let's Plays. 8 Stunden, 22 Minuten, schon ziemlich krass lange. Wir sind echt schon weit, habe ich das Gefühl. Mal sehen, was noch so kommt. Ich weiß, dass das Spiel auf jeden Fall länger geht, als man erwartet. Dass noch ein großer Pulk an Content kommt in diesem Game. Mal sehen, was uns noch alles so entgegenkommt in diesem wunderschönen Spiel. Mir macht das Let's Play wirklich viel Spaß. Das merkt ihr auch daran, dass ich jetzt sehr viel Resident Evil spiele in letzter Zeit. Eigentlich nur noch das. Aber es wird auf jeden Fall noch weitergehen mit Black Bay Asylum. Das spielen wir auf jeden Fall noch durch. Peregrine spielen wir auf jeden Fall noch weiter. Turok muss ich auch noch eine Folge aufnehmen. Ist auch noch nicht ganz beendet, das Spiel. Und natürlich noch Outlast Whistleblower, was wir so ein bisschen pausiert haben, weil ich auf diese... Ja, ich hatte gerade keinen Bock auf Outlast irgendwie. Spielen wir auf jeden Fall auch noch zu Ende. Und wenn wir das so alles ein bisschen nachgearbeitet haben und durchgespielt haben, können wir uns langsam schon wieder überlegen, was wir als nächstes spielen. Ich habe noch auf der Liste Silent Hill 1 nochmal zu spielen, weil das Let's Play haben wir ja auch unterbrochen, wenn mein Spielstand weg war. Da habe ich eventuell vor, wieder bis zu dem Spielstand alleine zu zocken, was echt weit war, weil wir haben bestimmt, glaube 24 Folgen oder so aufgenommen, waren schon sauweit in Silent Hill 1 und haben es dann leider, weil mein Rechner kaputt gegangen ist, nicht mehr geschafft, weiterzuspielen, weil der Spielstand weg war. Aber ich habe auf jeden Fall noch Bock, das Spiel beendet auf diesem Kanal zu haben. Vielleicht wird das irgendwann mal. Wäre auf jeden Fall lohnens- und wünschenswert. Ansonsten noch Silent Hill 3, Silent Hill 4, das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Resident Evil 2 wird... Haben wir ja schon gespielt, leider. Es kommt aber bald ein Remake. Es kommt bald ein Remake eventuell von Capcom. Konami? Capcom? Bin ich blöd? Capcom. Capcom. Kommt bald ein Remake. Von Resi 2 ist zumindest in Arbeit. Vielleicht spielen wir das nochmal durch. Als Remake. Warum nicht? Warum nicht, Freunde? Da wir ja große Resident Evil Fans sind, zumindest ich, könnte es sein, dass das auch noch kommt. Mal gucken. Wir werden sehen. Und was ich vielleicht vorhab, aber da müsst ihr mir so ein bisschen in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Für Stream muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab's versucht. Ich hab dafür keine Zeit. Ich hab dafür keine Zeit, wenn ich nebenbei noch mein Zeug machen will, noch so zocken will, meinen Job hab. Ich schaff es nicht zu streamen. Stream muss ich jetzt mal so ganz ehrlich ankündigen langsam. Ich lass es. Ich lass es sein. Vielleicht ab und zu mal ganz selten mal, wenn ich mal Zeit und Bock hab. Ansonsten wird's einfach nur noch YouTube-Videos geben und das war's. Nur noch Let's Plays oder irgendwelche anderen Videos. Das Stream habe ich eigentlich so gut wie... Ich schaff's aber nicht. Ich schaff's nicht und habe auch manchmal keine Lust. Aufnehmen tue ich ja immer nur, wenn ich Bock habe. Ihr wisst, wie es ist. Manchmal ist man gestresst, wenn man lange auf Arbeit war und hat einfach keinen Nerv mehr dafür. Deswegen Stream ist so ein bisschen... Ach, ist egal. Habe ich nicht so die Zeit und die Muse dazu. Aber YouTube-Videos habe ich auf jeden Fall noch Bock drauf und die werden auch weiterkommen, so wie ich schon seit ein paar Jahren betreibe. Gut, Freunde, genug gelabert. Jetzt geht die Folge schon eine halbe Stunde. Das war's von der heutigen Ausgabe Resident Evil. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt noch einen wunderschönen Tag. Immer fleißig weiterzocken, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.